Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video hier aus Kalifornien. Ja, von Palm Springs aus bin ich jetzt noch circa 2,5 Stunden Richtung Nordosten gefahren, Richtung Mojave, durch die Mojave-Wüste und Richtung Tehachapi, Richtung Tehachapi-Pass. Das ist mein Ziel und das ist ein weiterer Hotspot der Windkraft hier in den USA bzw. Kalifornien. Hier stehen wieder richtig krass viele Anlagen, also ich würde sagen fast noch krasser als in Palm Springs und alles wieder kunterbunt gemischt. Sehr viele neue Anlagen, große, aber dann auch wieder extrem viele kleine und sehr, sehr alte Anlagen. Also wieder für jeden was dabei. Ja, hier im Tal, so vor der Bergkette, stehen sehr, sehr viele Vestas V90 3 Megawatt. Selbst in Deutschland noch nie gesehen. Das erste Mal, dass ich die jetzt hier sehe. Gestern in Palm Springs standen nur eine Handvoll von denen. Aber hier steht alles voll damit. Eigentlich eine Anlage, die für das, ja, für den internationalen Vertrieb und auch für Offshore gedacht war. Zumindest in Deutschland. Aber hier steht alles voll damit. Extrem krass. Ja, zum Glück ist es etwas windstiller, naja, windstiller in Anführungszeichen. Nicht ganz so stürmig oder so krasse Böen wie in Palm Springs gestern. Aber die Anlagen laufen trotzdem gut. Auf der anderen Seite der Straße geht es gerade weiter. Alles voll mit Vestas V90. Extrem krass. Ach, verrückt, dass es alles wieder hier in der Ebene ist. Aber hier muss der Wind wohl sehr, sehr gut gehen. Zum Glück ein bisschen grüner als in Palm Springs. Das war gestern schon sehr, sehr karg alles. Ein paar mehr Büsche hat es hier. Aber ist trotzdem noch Wüste. Ja, wenn man genauer hinschaut, erkennt man zwischen dieser Masse an großen Anlagen noch extrem viele kleine alte Anlagen. Da steht alles voll. Schaut euch das an. Auch Anlagen, die in die andere Richtung laufen. Richtig krass. Das werde ich mir gleich auf jeden Fall aus der Nähe anschauen. Da sind noch mal andere, noch mal kleiner. Die drehen jetzt wieder in die andere Richtung. Ja, und oben auf der Anhöhe auf dem Berg stehen natürlich auch ganz viele Anlagen auf dem Tehachapi Pass. Schaut euch das an, ey, das ist der absolute Wahnsinn. Da nochmal Anlagen auf Gittermast. Richtig krass. Ja, und dann zwischendrin sind auch mal wieder ein paar noch neuere, so V112. Da hinten stehen eine ganze Menge V112. Also alles wieder echt kunterbunt gemischt. Und es wird echt wieder extrem spannend zu erkunden. Und ja, ihr dürft euch darauf freuen, was es hier alles so zu entdecken gibt. So, ich bin jetzt nochmal ein Stück weiter gefahren und stehe jetzt dort, wo es mit den ganzen kleinen Anlagen losgeht. Und das ist der Wahnsinn, ey. Das ist so ein Gewimmel hier von diesen kleinen Dingern, die sich in alle unterschiedliche Richtungen drehen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Schaut euch das an. Wie krass ist das?
Viele laufen entgegen dem Uhrzeigersinn. Dann gibt es welche, die laufen im Uhrzeigersinn. Also es ist ein echtes Gewimmel. Und es müssten alte, ganz alte Mitsubishi-Anlagen sein. Vielen sieht man ihr Alter auf jeden Fall schon an. Und es ist ein Gesurre hier, das ist der Wahnsinn. Und dann direkt nebendran die großen Anlagen, die Vestas V112. Was das ein krasser Unterschied ist. Also hier in dem Bereich stehen ganz viele Mitsubishi-Anlagen, die sich falsch rumdrehen. Und dann hier weiter rechts stehen, glaube ich, noch mal kleinere Anlagen. Die drehen sich dann allerdings richtig rum. Weiß ich jetzt gar nicht, was das für welche sind. Vielleicht auch wieder Bonus oder Nordtank. Muss ich näher dran fahren und gucken, was es ist. Ah, es ist einfach nur Hammer. Richtig verrückt. Hier rechts von mir stehen auch nochmal größere Anlagen, V112. Das sind jetzt so bisher die größten, die ich hier gesehen habe. Hört man auch richtig krass die Spannung hier an der Stromtrasse. Und hier drüben ist nochmal alles voll mit Vestas V90. Richtig krass. Hier ist auch ein Schild vom Betreiber. Betreiber ist TerraGen Mojave Wind Farm LLC. TerraGen Operating Company. Also sind wahrscheinlich mehrere Betreiber hier unterwegs, die hier Anlagen betreiben. Ist schon verrückt, dass man die kleinen, dass man die großen Anlagen dann einfach quasi über die kleinen drüber gebaut hat. Zwei Generationen nebeneinander, das ist einfach Hammer. Der Größenvergleich. Naja, ich werde jetzt versuchen, mal noch ein bisschen näher an die Mitsubishi ranzukommen, weil die finde ich echt sehr spannend. Ja, jetzt stehe ich hier in der Nähe der Mitsubishi-Anlagen. Hier ist eine öffentliche Straße, hier kann man entspannt langfahren, das ist sehr cool. Richtig krasse Retro-Teile. Ja, ich habe gerade mit einem gesprochen, der hier vorbeigefahren ist, auch ein Betreiber. Und die Anlagen, ja, sind aus den 90er Jahren, Ende 80er, 90er, also über 30 Jahre alt. Und die haben echt schon einige Jahre auf dem Buckel. Sieht man ihnen auch an. Hier sind jetzt ganz alte Mitsubishi-Anlagen. Da kann man es sogar noch lesen, da steht es drauf. Und die haben halt dieses Pitch-System und wenn halt diese Flüssigkeit, dieses Öl da heiß wird, kann es sein, dass es ausläuft. Also viele Anlagen, ja, sieht man, haben halt echt schon gut Schmiere an den Blättern. Sieht fast aus wie verbrannt, aber es ist Öl, das halt raustropft. Eine richtige Sauerei. Manche sehen noch besser aus als andere, aber hier hinten, die sieht zum Beispiel ganz schlimm aus. Ja, und auf die Frage, was passiert mit den Anlagen, ob sie nicht repowered werden. Ja, man stellt halt diese größeren Anlagen hier einfach dazwischen. Und die Anlagen laufen halt echt so lange, bis sie auseinanderfallen. Das Repowering muss halt alles dann auch erstmal geplant werden.
Ja, die Reihe hier steht jetzt komplett. Gerade eben lief noch eine. Lass mal gucken, ob ich da hinten zu denen noch hinkomme. Die laufen. Aber ja, ich habe Glück, hier die Straße kann man zum Glück bis ganz nach hinten fahren. Das heißt, ich komme richtig nah an die Anlagen ran, was richtig cool ist. Ja, hier steht jetzt halt eine ganze Reihe mit Vestas 412. Ich habe mir jetzt halt einfach dazwischen gebaut. Die kommen sicher nicht in die Quere, die Anlagen. Und dann stehen auch noch größere Anlagen dazwischen, habe ich gesehen. Es können sogar V136 sein. Das sieht man jetzt da hinten, zwei Stück. Will ich mir auf jeden Fall auch mal noch aus der Nähe anschauen. Aber die Anlagen hier haben leider ihre besten Jahre gesehen. Die hier läuft noch. Aber es ist schon auch echt ein Stück Geschichte, das sich alles mal anzuschauen. Diese Ansammlung von Anlagen. Ja, und der Typ, mit dem ich gerade eben gequatscht habe, meinte, es ist tatsächlich die größte Ansammlung von Windkraftanlagen weltweit im Tehachapi County. So viele Anlagen stehen hier. Auf einem Fleck. Klar, es gibt noch andere. Texas hat, glaube ich, mehr Windkraft als Kalifornien, aber hier, das ist auf jeden Fall die größte Ansammlung von Windkraftanlagen weltweit. Richtig krass. Ja, ich werde jetzt mal noch die Straße hier ein Stück hochfahren. Da komme ich nämlich an die anderen kleinen Anlagen daran und werde mir mal noch anschauen, was das für alte Dinger sind. Stehen auch noch mal Mitsubishi, aber auch dann diese anderen kleinen hier, die in die richtige Richtung laufen. Werde ich mir mal anschauen. So, jetzt bin ich die Straße mal ganz hoch gefahren und stehe jetzt hier in der Nähe von diesen anderen kleinen Dingern. Ich kann euch leider gar nicht ganz genau sagen, was es für Anlagen sind. Ich hätte vorher mal nachschauen sollen. Könnte sein, dass es auch Bonusanlagen sind. Oder Nordtank, Mikon, ich weiß es nicht genau. Die laufen jetzt jedenfalls richtig rum. Anders als die Mitsubishi-Anlagen. Haben wahrscheinlich auch nicht viel Leistung. Vielleicht so 80 kW vielleicht. Nicht mehr. Und von denen steht hier alles voll. Ah, die hat schon ein Rotorblatt verloren. Bei der ist der Rotor komplett abgefallen. Klar, bei der Masse, dass da nicht alle mehr perfekt laufen, ist klar. Aber es laufen noch sehr viele. Und das ist erfreulich. Da fehlt auch mal wieder ein Rotorblatt. Da sieht man eine von vorne. Ich werde es dann später im Video einblenden, was es für Anlagen sind. Es ist einfach zu viel. Das kann man sich gar nicht alles behalten. Ja, was sehr, sehr schön ist, ich bin relativ früh in der Saison, dass hier noch so sehr viele Frühlingsblumen blühen. Sehr selten in der Wüste. Später im Jahr ist halt alles vertrocknet, aber ich habe Glück und
Es blühen noch ein paar und halt auch richtig cool mit den Palmen hier. Hinten ist nochmal eine Reihe mit Mitsubishi-Anlagen. Ich glaube, von der anderen Seite von der Straße kommt man besser ran. Da läuft eine. Da nochmal Vestas 412. Also echt ein verrücktes Bild hier mit den Kakteen und den Windkraftanlagen. Schon echt sehr ulkig. Da drüben habe ich entdeckt, da stehen nochmal andere Mitsubishi-Anlagen, müssen das auch sein. Was ich witzig finde bei denen, das hatten jetzt bisher alle, die haben diese Ausbeulung an der Narbe und ich weiß immer noch nicht, was da drin ist, ob da irgendeine Elektronik drin versteckt ist oder was. Die Narbe ist nicht perfekt rund, sondern hat so eine Ausbeulung. Das ist dann nochmal ein neuerer Typ. Da sieht man den Vergleich zwischen den alten Mitsubishi-Anlagen und den neueren. Und das da, die großen sind jetzt Vestas 417. Sieht man nochmal gut an den Blattadaptern im Vergleich zur 412. Da alles voll mit 417. Finde ich krass, dass man die einfach dazwischen gebaut hat, die Kleinen einfach stehen gelassen hat. Schon echt einzigartig. Da auch nochmal eine ganze Reihe. Ich stehe auch hier unter einer V112. Also die Anlagen laufen immer mal wieder, dann schalten sie mal wieder ab. Je nachdem, vielleicht wenn gerade zu viel Strom produziert wird. Die haben auch nur eine Nabenhöhe von ja, maximal 90 Metern, schätze ich. Da hinten ist auch noch mal alles voll mit den kleinen Mitsubishi, die in die andere Richtung laufen. Ist halt so ein Wirrwarr, weil die Anlagen so schnell laufen. Manche laufen im Uhrzeigersinn, andere laufen gegen den Uhrzeigersinn. Ist schon echt verdammt verrückt. Sieht man's. Laufen alle in unterschiedliche Richtungen. Da wird man echt verrückt. Ja, und jetzt hinten dran sind dann nochmal größere Vestas. Das könnten V126, aber können auch sogar V136 sein. Also die sind sehr groß vom Rotor. Ich glaube, es sind V136. Müsste ich mir mal genauer anschauen. Ja, ich würde jetzt mal weiterziehen, sonst schaffe ich das heute nicht alles, weil es wieder so extrem viel zu sehen gibt hier. Dann bis gleich. So, ich habe jetzt hier nochmal kurz angehalten. Hier stehen nämlich nochmal andere Anlagen. Auch noch mal so kleine Dinger, weiß ich jetzt gar nicht, was das für welche sind, aber wahrscheinlich auch nur so 300-400 kW oder so. Die eine hat die Blattspitze rausgepitcht, deshalb ist die so laut, aber auch irgendwie süß. Müsste ich nachschauen online, was das für ein Typ ist. Hier ganz links steht nur noch ein Turm.
aber da steht die ganze Reihe voll mit denen. Hier alles voll. Auch geil, dann direkt die 412 hinten dran. Schon echt geil. Da hinten sind die kleinen Mitsubishi. Ja, bei dem Gewusel hier kann man schon mal die Anlagen übersehen. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen, dass da noch andere sind. Ist mir jetzt durch Zufall aufgefallen. Naja, ich werde jetzt mal weiterfahren und mal gucken, ob ich an die Mitsubishi noch mal ein bisschen näher rankomme. Zumindest an eine, die mal läuft. Ja, ich habe jetzt einen richtig geilen Spot gefunden, wo man an die Mitsubishi-Anlagen richtig nah rankommt. Ich habe den Typ jetzt mal nachgeschaut. Das ist eine 250 kW-Anlage, Mitsubishi MWT 250. Ja, und jetzt bin ich endlich mal an einer dran, die auch läuft. Die meisten stehen ja leider. Und die gibt ordentlich Gas. Da sieht man es noch, Mitsubishi. Ja, die Mitsubishi-Anlagen haben alle an der Narbe diese Beule. Ich weiß echt nicht, was das ist. Aber daran kann man sie ganz gut erkennen, dass sie von diesem Hersteller sind. Die Anlage nebendran sieht etwas schlechter aus. Schon wesentlich mehr Schmierer an den Rotorblättern. Aber läuft trotzdem noch. Richtig fett. Ja, nebendran sind dann auch noch Mitsubishi-Anlagen. Das ist dann der neuere Typ. 500, 600 kW schätze ich mal. Aber an der Narbe erkennt man es wieder ganz gut. Stehen hier auch sehr viele. Hier drüben ist das alles voll mit denen. Von diesem Typ. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hingucken soll, ey. Das ist einfach nur so krass. Einfach nur verrückt. Ja, hier hinten sieht man jetzt auch gut die großen Vestas-Anlagen. Die V136 müssen es sein. Also für 126 ist der Rotor ein bisschen zu groß. Ich bin relativ sicher, dass es V136 sind. Haben allerdings diesen normalen Kühler. Also 3,45 oder 3,6 MW, schätze ich mal. Stehen hier einige große dazwischen. Da auch wieder. Und dann auch noch 417 dazwischen. Aber diese Masse an kleinen Anlagen ist einfach nur der absolute Hammer. Die sich in alle möglichen Richtungen drehen. Und dann im Hintergrund hier dieser riesige Komplex mit Vestas V90, 3 Megawatt. Auch schon echt beeindruckend. Zieht sich ewig. Also, wenn man sich das so anschaut, kann man sich schon vorstellen, dass das wohl mit einer oder der größte, die größte Ansammlung von Windkraftanlagen der Welt ist. Wenn man sich das hier so anschaut, schon verdammt krass. Naja, ich werde mich jetzt mal weitermachen. Ich will nämlich noch eine kleine Wanderung machen zu Anlagen und berichte dann von dort.